Herzlich willkommen zu Folge Nummer 20 von der Simulate to Glory Serie. Und heute wollen wir in Saison Nummer 4 starten. Wir sind Zweiter geworden in der letzten Folge noch. Also es hat gut geklappt mit dem Aufarbeiten. Und wir gehen direkt mal im Kalender weiter und dürfen wir auch gleich in die neue Saison starten. Also heute offiziell Saison 4 am Start. So, müssen wir nur... Können wir mal Training machen? Komm, lassen wir es mit dem Training. Starten wir direkt mal rein. Einfach direkt weiter hier. Training machen wir die Saison weiter. Besprechung, Leistungscheck, ob wir bleiben können oder nicht. Immer noch weiter. Und jetzt kommt auch sozusagen das Saisonende jetzt. Fühler ist auskuriert. Marc-Oliver Kempf. Kempf ist wieder da. Das ist schön. Hoffentlich ist er dann auch komplett fit zur nächsten Saison. Gute Saison. Ich will seine Champions League Qualifikation schaffen. In der Liga mehr hatten wir uns nicht. Mehr Weltziele hatten wir nicht. Also weil wir im Winter erst dazugekommen sind und ja, das haben wir erreicht. Bin Zweiter geworden. Und ich würde sagen, ja, wir sehen uns dann nach dem Ladescreen. Und somit sind wir offiziell in Saison Nummer 4 mit Borussia Dortmund am Start. Und als erstes werden wir jetzt mal unsere Nachrichten anschauen. Pokalsieg National, Viertelfinale nur erreichen, sehr schön. 65,5 Millionen Euro, alles klar. Liga-Ziel ist Ligameister. Das ist eigentlich klar. Jetzt für unser Champions League-Ziel, das wird aber am nächsten Tag erst kommen. Wir müssen so ein bisschen schauen, wie wir jetzt unsere Mannschaft einmal aufstellen, das Training und so weiter machen. Ich würde sagen, wir gehen erstmal in den Spieler verkaufen. Reihe hier, müssen wir mal schauen. Die Torhüter können eigentlich so bleiben. Das könnte zwar besser sein, aber ist in Ordnung so. Wir haben Fritsch, Gurenk, Skankovic, Kempf und Zara. Da hätte ich vielleicht noch einen wenig etablierteren Innenverteidiger noch dazu. Könnte natürlich jetzt auch neben Subotic behalten. Wäre eine Option. Könnte man auch machen. Man könnte aber auch einen besseren, vielleicht noch einen mit einer höheren Wertung als Kempf holen. Das kann man auch machen. Behalten wir den auf der Transferliste. Und somit könnten wir dann auch noch den guten Patrick Fritsch einmal 2 Jahre verleihen. Hätten wir in der Linksverteidigerposition, wollen wir Schmelzer verkaufen. Die beiden Durm und Joho, das wäre genau richtig so. Das kann so bleiben. Rechtsverteidigung haben wir auf jeden Fall eindeutig zu viele. Den bieten wir mal einen neuen Vertrag an, damit wir ihn 2 Jahre verleihen können. 10.000 Euro. Sporadischer Spieler, sonst nimmt er das nicht an. Ansonsten hätten wir rechts Ginter und Paslak. Nere könnten wir eigentlich verkaufen, weil er ist eigentlich zu alt für seine Wertung schon. Das ist nicht so optimal. Wir hätten jetzt Christian Pulisic als möglichen Reus-Nachfolger, was mich natürlich ziemlich freut. Der sieht nämlich gar nicht schlecht aus. Warum Rotationsspieler? So, wir rutschen irgendwie immer mit hoch wieder. Ich weiß auch nicht warum. Reus natürlich absolut gesetzt. Rechts Mittelfeld hätten wir Mkhitaryan. Da haben wir doch noch jemanden bestimmt. Am rechten Flügel oder so. Nee, hätten wir nicht. Das heißt, wir werden dort auf jeden Fall den Giau noch behalten. Hätten wir nämlich Giau und Mkhitaryan. Blaschikowski kann auch verkauft werden. ZDM hätten wir im Beigel. Brunnen soll verliehen werden. Celis, Gündogan, Leitner. Das ist eigentlich richtig so. Amiri ist dann ZUM. Da können wir vielleicht auch noch einen besseren holen. Bakambu, Griezmann. Das ist eigentlich so komplett in Ordnung. Ramos wird jetzt eh bleiben. Das heißt, wir hätten dann drei richtig gute Stürmer. Das heißt, den Dux könnten wir verkaufen. Das heißt, wir müssten uns nach einem neuen zentral-offensiven Mittelfeldspieler umschauen. Und nach einem Innenverteidiger. Also IV und ZUM, das sollten wir uns jetzt mal auf die Liste setzen. Haben wir noch jemanden auf der Wunschliste? Wir hätten noch Mario Götze auf der Wunschliste, der natürlich wirklich gut wäre. Allerdings wird er, glaube ich, nicht wechseln. Ich werde es aber trotzdem einfach mal anfragen. Das kann ja nicht schaden. Wieso? Kommt 50 Millionen direkt raus. Götze kommt, wenn Götze kommt, ist schon richtig geil. Ja, hier jetzt nicht. Muss jetzt nicht unbedingt einer kommen. Also, Simon ist eigentlich nicht gefragt. Traoré auch nicht. Und Sergio Aguero auch nicht. Also, das ist so. Ist egal, ja. Jetzt können wir noch nach einem neuen Innenverteidiger uns mal umschauen. Da hätte ich so einen im Blick. Das wäre der Raphael Varane. Und schauen wir mal, was der für eine Wertung mittlerweile schon hat. Ob der sich überhaupt entwickelt hat oder gar nicht entwickelt. Aber 85, das ist sehr gut. Das können wir auf jeden Fall machen. Da können wir mal den Subotic dazu packen, falls das geht. Falls ihr interessiert an dem sind. Das ist ja immer das. Neben Subotic. Und dazu dann
30 Millionen. Ich hoffe, wir kriegen noch ein bisschen Geld rein. Ich werde gleich auch mal beim Vorstand nachfragen, weil beim DFB-Pokal kommen wir, denke ich, schon ein bisschen weiter ins Halbfinale. Kommen auf jeden Fall, denke ich. Wenn wir jetzt Budget erhöhen machen, dann schauen wir mal, wir sollen Ligameister werden. Das ist klar, Europa soll Finale erreichen, das bleibt so. Und hier können wir mal Halbfinale machen. Und das war meine Flasche, das tut mir leid. 10 Millionen könnten die doch nochmal raushauen hier. Und dann würde ich sagen, gehen wir erstmal ins Training. Das hätte ich beinahe vergessen jetzt. Aber wir sind eh alle gerade bei der Nationalmannschaft. Das heißt, wir können das gar nicht machen hier. Und ja, wir gehen einfach mal weiter. Und lassen das Training so lange mal weg. Wegen dem Training. Wegen der Nationalmannschaft geht das einfach nicht. So. Saisonvorbereitung und wir nehmen für Simulation das Passende, nehmen wir mal das Einfachste hier, kriegen wir nochmal 10 Millionen, vielleicht sogar sicher, dann ist mir dann doch ein bisschen lieber. Ich glaube, wir können nicht mal antreten, weil so viele in der Nationalmannschaft sind. Wir sollen ins Finale reichen, das wissen wir schon, und das ist, geht nicht hier mit, wir können kein Geld kriegen vom Vorstand, das geht nicht. Und jetzt haben wir hier das erste Testspiel. Problem ist, sind alle noch in der Nationalmannschaft. Das ist echt blöd. Aber ein paar können wir doch weg. Das wird wohl doch was. Also Pulisic auf jeden Fall trainieren weiterhin. Ist ja kein schlechter Mann. Dann hätten wir Amiri, den wir trainieren. Allerdings mit El Rondo. Amiri Weigel trainiere ich nochmal weiter, auch wenn er nicht mehr vielversprechend ist, was ich gar nicht verstehen kann. In Verteidigung jemand? Nein. Felix Passlack. Und die Flasche regt gerade richtig auf, ey. Und dann noch zu guter Letzt vorerst den Kampf. So. Erstmal das Training hier simulieren und dann schauen wir mal weiter. DACDD. Alles klar, ist das Training bis auf Amiri nicht so erfolgreich. Inakzeptabel und inakzeptabel. 72,5 für Götze. Also wie gesagt, der Endverteidiger nicht zwingend, aber zentral offensiv Mittelfeldspieler würde, wäre schon cool. Also wir könnten schon unser Geld für Götze ausgeben, da hätte ich jetzt kein Problem mit. Deswegen warte ich bei Varan einfach mal, bis wir mehr Geld haben, kriegen, was auch immer. Und jetzt spielen wir erstmal gegen die... Welche sind denn das? Das ist die Boca Juniors? Nee, oder? Doch. Sind die Boca Juniors. So, Christian Pulisic, Pascal Stenzel verlängern ihren Vertrag auf jeden Fall. Das heißt, wir können da jetzt 2 Jahre ausleihen. Hier. Das heißt, in der Linksverteidigung, nee, in der Rechtsverteidigung Stenzel auf die Leihliste für 2 Jahre. Ja, das ist in Ordnung so. Und jetzt gehen wir erstmal in das Spiel gegen die Boca Juniors. Wir werden einfach mal so einsetzen, wie es geht. Eigentlich ganz guter Kader, möchte ich meinen. So schlecht ist er gar nicht, wie ich gedacht hatte. Und das Aufwärmen dauert ganz schön lange. Jetzt aber. Und 13-0 Sieg. Amiri trifft doppelt. Also jetzt doch, Amiri zeigt doch, was er kann. Aber vielleicht wird er durch Götze ersetzt. Das kann natürlich auch passieren. So, jetzt gegen River Plate. Argentinische Mannschaft. Transferangebote für Ilkay Gündogan. Eigentlich will ich nicht verkaufen, aber wenn die mir jetzt so, boah, so 90 Millionen dahin blättern, dann würde ich sogar annehmen. Dann würde ich sie sogar verkaufen. Jonathan Tah auf keinen Fall. Also den Innenverteidiger brauchen wir einfach. Der ist wichtig. Sehr wichtig. Die wollen immer noch 72,5 haben. Gehen wir mal hoch auf 67 Millionen. Das wäre doch was, wenn Götze kommt. Aber ich weiß nicht, ob er überhaupt kommen würde. Deswegen werde ich jetzt erstmal noch bei einem anderen Club nochmal schauen. Und zwar, ich glaube, Rodriguez ist viel zu teuer. Kann ich gleich wieder streichen. Isco vielleicht, das könnte man mal gucken. Isco. Isco, oh Gott, Isco Disco. Das wird wohl gar nichts. Nee, also das können wir gleich abschminken eigentlich. Also wir verkaufen jemanden, aber das wird so nicht klappen. Ja, 80 Millionen. Ich weiß nicht, also das sieht ganz und gar nicht gut aus. Der hat eine 88er-Wertung, das ist echt krass. Ja.
Noch ein Versuch. Coutinho. Philipp Coutinho. 86. Das könnte wohl schon, das könnte schon eher was werden. Das sieht ganz gut aus. Vielleicht so 65 Millionen. Das könnte vielleicht etwas werden. Das sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. PSG ist aber auch nicht gerade, glaube ich nicht, dass sie so bereit sind, ihn abzugeben. River Plate jetzt der nächste Gegner, wie schon erwähnt. Kriegen bestimmt noch Nachrichten am 7. jetzt. Ne, kriegen wir nicht. Also am 8. dann höchstwahrscheinlich. Na. Ja, genau. 200 Nachrichten. Antoine Griezmann kriegt ein Angebot. Den werde ich aber... Ah, bei dem war ich mal... 115 Millionen. Ja, so. Passlack möchte spielen. Okay, kannst du machen. Jetzt hier mal rein den Ginter. So. Dass der Ginter auch spielt. Sicher. Nicht, dass der jetzt einfach irgendwie ausgelassen wird oder so. Gegen River Plate. Plate. Die haben gegen Porto verloren und die haben gegen Dortmund gewonnen. Mora trifft. Mora. Unsere erste Niederlage direkt in der Saison. Auch nicht schlecht. Transferangebot wieder für Antoine Griezmann. Oh, die könnten Geld bezahlen. Die können Geld bezahlen. Ich gehe auch mal auf 115 Millionen. Das könnte interessant werden jetzt. FC Bayern akzeptiert 67 Millionen für Mario Götze. Frage ist nur, ob er wechseln will oder nicht. Was ich irgendwie nicht glaube. Ich weiß auch nicht. Ich habe irgendwie ein schlechtes Gefühl. Hier ist 118 Millionen und Philipp Coutinho 91 Millionen. Also das sieht gar nicht gut aus. So, Training nochmal machen hier. 2, 1, go. Wieder durchwachsen. Porto ist der nächste Gegner. Der FC Porto. Und Marseille 61,5 Millionen für Gündogan. 88,5. Wieder Tar. Da will ich mal künftig untersagen. Den möchte ich auf keinen Fall verkaufen. Und Cedric Bakambu. Da wäre ich gar nicht so abgeneigt. Ja, schönere Zahl, 48 Millionen. Machen wir das mal. Ja, die können wir löschen hier alle. Obwohl, Varane ist nochmal da, aber sonst die anderen beiden können wir löschen. Porto, wie gesagt. Jakub Blachikowski. Ach du Scheiße, der ist ja gar nichts mehr, wirklich gar nichts mehr wert. Kommt direkt weg mit ihm. Das hat ja auch keinen Sinn mehr dann. Antoine Griezmann. Die werden nie immer so viel bezahlen. Angebot ablehnen. Hui. Porto. Nächstes Spiel. Natürlich nicht mit der Startelf, sonst würde das ja auch ganz anders aussehen. Porto. Noch eine Niederlage. Das heißt, wir sind auch, denke ich mal, aus dem Pokal raus hier. Oder aus dem Turnier. Vorbereitungsturnier. Ja, sind wir auch. So, keine 10 Millionen, gar nichts angeht. Doch, 2,5 kriegen wir. Spieler gesperrt. So, 3 Tage noch bis zum nächsten Training. Zur nächsten Trainingseinheit. Bis zur nächsten Trainingseinheit 10. Bakambu, 45,5 Millionen. Ganz ehrlich, das nehmen wir sofort an. So viel Geld würden wir für ihn, glaube ich, gar nicht mehr bekommen. Ist gar nicht schlecht. Ilkay Gündogan immer noch hier dabei. 83,5 Millionen. Ich gehe da nicht viel runter. Das ist jetzt mein letztes Angebot, sonst lehne ich es ab. Griezmann wollen sie nicht so viel bezahlen, das war klar. So. Das heißt, wir können uns auch vielleicht gleich mal an ein Angebot für Raphael Varane wagen. Wir sagen, warten aber nochmal ab, was jetzt Mario Götze sagt. Weil von dem gibt es irgendwie länger keine Antwort. Da ist das Angebot abgelehnt. Dem, was geschehen ist, möchte er nicht mehr herkommen. Es war mir klar, dass es kommt jetzt. Das war so klar. Ja, so.
Das heißt, wir müssen uns wieder nach einem neuen umschauen. Und ich werde jetzt nochmal Philipp Coutinho in Angriff nehmen. Weil so eine 91 Millionen, die kann man ruhig mal bezahlen. Und jetzt klingelt mein Wecker. Das heißt, hier wird erstmal eine kleine Unterbrechung stattfinden. So, nach dem kurzen Schnitt geht es auch direkt weiter. Wir waren gerade dabei, nochmal das Angebot von Philipp Coutinho nochmal neu zu machen. Da waren wir gerade bei, da müssen wir gleich nochmal machen, wenn das angekommen ist. Ich glaube, da läuft gerade noch eins, war mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall ist ein Spieler verkauft. Ich glaube, das war Blaschikowski. Und Cedric Bakam ist jetzt auch weg. Das heißt, wir haben ja auf jeden Fall jetzt ordentlich Kohle reingekriegt. Da können wir jetzt auf jeden Fall nochmal ein Angebot machen. So gut schon mal sie nicht interessiert. Das heißt, wir machen jetzt einfach mal ein Angebot von 35 Millionen. Dass wir vielleicht mal einen Innenverteidiger bekommen. 1 Million weniger als der Marktwert. Ich weiß nicht, vielleicht geben die noch mehr für weniger ab. Keine Ahnung. Müssen wir einfach mal schauen. So. Amiri geht auf jeden Fall jetzt wieder weiter hoch. Das war letzte Saison nicht der Fall. Weil wir die falsche Trainingseinheit anscheinend ausgewählt hatten. Verbleibende Tage 6 bis zur nächsten Trainingseinheit. Was haben wir jetzt hier noch? Gündogan haben sie jetzt abgebrochen. Wir können gerade kein Angebot machen mehr für Coutinho irgendwie. Laufende Verhandlung, waran ist dann nur erfolgreiche und gescheiterte. Da gehen wir nochmal auf Coutinho jetzt drauf. Neues Angebot unterbreiten. So. Wir gehen auf, ich würde sagen, mal 78 Millionen. Könnte was geben, würde ich meinen. Das wäre doch mal ein gutes Angebot auf jeden Fall. Götze versuchen wir gar nicht erst weiter. Und dann nehmen wir auch weiter jetzt, was die Position von Bakambu betrifft. Wenn im Hintergrund jetzt irgendwie so ein Gepolter hört, tut mir leid, da kann ich gerade nichts dran ändern. Angebot ablehnen. Angebot ablehnen. Wir wollen jetzt nicht alle guten Spieler hier gehen lassen. Ist gar keine Lust drauf. Duxch, ey, geh doch weg. Immer noch weiter. Transferangebot für Christian Pulisic. Ja, genau, Bayern, danke auch. Dass ihr mir meine ganzen Talente wieder abkaufen wollt hier. Ich bin zwar selber Bayern-Fan, aber irgendwie war das typisch. Waran wollen sie 63,5 haben? Krass. 50. Ja. Vielleicht verkaufen wir noch irgendeinen, dass wir noch das Geld dafür kriegen. Haben wir noch jemanden auf der Transferliste? Ich weiß es gar nicht. Nere, Duxch und Harder. Aber ich habe da oben gerade jemanden gesehen, und zwar Eric Bertrand Bailey. Aber der ist gerade erst eingewechselt. Toll. Habe ich es blöd gesehen. Ein bisschen früher sehen können. Was ist das hier? Medeiros. Okay, das ist ein rechter Flügelspieler. Ja, schade. Nächste Trainingseinheit. Was haben wir hier noch für eine Nachricht? Angebot akzeptiert, 78 Millionen für Philipp Coutinho. Das könnte unser neuer zentraler offensiver Mittelfeldspieler werden. 3 Jahre. Essentieller Startspieler auf jeden Fall, natürlich. Wechselt er zu Borussia Dortmund, das wäre ein Hammer-Transfer. Spielerentwicklung. Passler könnte ich jetzt gut entwickeln. Tut er aber noch nicht, weil er ein F hat. Super. So ist. Wann sind die mal von der Nationalmannschaft wieder da? Sind sie nämlich immer noch nicht. Wäre denen ganz verbunden, wenn das jetzt mal langsam passieren könnte. Antoine Griezmann nochmal mit einem Angebot. Ablehnen. Na, halbe Stunde fängt auch schon das erste EM-Spiel an. Ist gerade 14.30 Uhr. Ich weiß gar nicht, welches Spiel. Ich glaube, es ist der dritte Tag der EM auf jeden Fall. Adrian Ramos Angebot. Wieso können wir den verkaufen? Weiß ich gar nicht, auf jeden Fall. Gut, machen wir mal. Ja, komm, nehmen wir direkt so an. Holen uns einen neuen Ersatzstürmer auf jeden Fall. Das können wir auf jeden Fall machen. Und dann kommt vielleicht doch sogar schon wieder Moses Simon in Frage. Auf jeden Fall erstmal hier neue Verpflichtungen getätigt. 63,5 voran ist ziemlich viel. Coutinho können wir auf jeden Fall jetzt mal reinsetzen für Amiri. Sehr guter neuer Transfer. Da kommt direkt mal. Kommt Amiri direkt auf die Bank. Bonnmann ist auf der Bank. Kempf ist auf der Bank. Machen wir mal so. Ginter kommt da wieder rein.
Da kommt er runter, dann kommt da jetzt erstmal Marvin Ducksch dahin. Leitner ist auch noch ein wichtiger Bestandteil eigentlich. So. Stankovic. Leitner. So. Machen es erstmal so, solange wir noch keinen. Obwohl, warte mal. Kann er nicht. Nee, kann er nicht. Egal. Ginter kann da spielen. Dann brauchen wir erstmal keinen Ersatzendverteidiger. Und setzen dann erstmal Ducksch jetzt richtig auf die Position hier. So machen wir das. So passt es einigermaßen erstmal. Von unseren Positionen her. Vegetarier mit einer roten Karte. Von der letzten Saison anscheinend. Was mit der Trikotnummer von Coutinho? Ich weiß gar nicht. Hatten wir welche frei? Coutinho die 13. Geben wir ihm jetzt die. Nee, er bleibt erstmal bei der. Können wir vielleicht die 19 geben? Ja, geben wir die 19. Und jetzt könnten wir noch einmal schauen. Wunschliste kann man wieder runternehmen. Das wird wohl nichts mit Waran. Ach so. So. Dann wird wohl unser nächster Transfer ein Moses Simon sein, als Ersatzstürmer. Das wäre doch was. Simon. Moses. Okay, jetzt anders machen. So. Von 1860 München. Unser alter Kamerad hier am Start. 14 Millionen. Das können wir machen. Und dann brauche ich mir noch einen Ersatzinnenverteidiger. Wo ich doch eigentlich einfach mal in der Bundesliga nach Spieler suchen könnte. Zurücksetzen. Innenverteidigung. Bundesliga. Kahn Eihahn vielleicht. Ich weiß nicht, was der für eine Wertung hat. Das ist immer das Problem. 18 Tage ist eigentlich zu lang. Holger Bartstube, das wäre es jetzt. Robert Ede. Vielleicht ein guter, wer weiß. André Hoffmann ist natürlich auch noch da. Den gibt es natürlich auch noch. Das ist natürlich ganz klar. Robin Knoche, Nikola Maximovic, Roman Neustädter, da ist die Nation noch falsch. Die müsste mal geändert werden. Ich versuche es mal bei denen jetzt. Da müssen wir nochmal schauen. Wir gehen erstmal weiter. Erstmal krass, dass wir für 78 Millionen ihn bekommen haben. Hier Philipp Coutinho. Ginter können wir nicht verkaufen, wir brauchen einen Rechtsverteidiger. So, und Waran können wir vergessen. Und wir schauen erstmal, wie es hier weitergeht. So, Transferangebot für Marcel Schmelzer, das ist super. Da frage ich mal den Marktwert an. 6 Millionen würde die Hertha bestimmt geben. Spieler verkauft an Jan Ramos. Da wollen wir jetzt den Stürmer hier, mein Freund. 110.000, 4 Jahre Rotationsspieler. Ist natürlich ein Rotationsspieler, ist ja klar. So. Weiter. Und hier geht's auch weiter. Im Training alles simulieren. Auf jeden Fall bin ich bisher ganz zufrieden mit der Transferphase. Ich hätte natürlich jetzt noch gern Waran gehabt, aber dafür reicht das Geld einfach nicht. Da muss man halt auch schauen. Maximovic, erstmal hier. 5 Millionen für Schmelzer, nehme ich einfach mal an. Dass er weg ist. Das wäre auf jeden Fall schon mal ganz gut. Ein bisschen mehr Geld noch und ein Spieler weniger. So, Moses Simon nehmen wir direkt mal an. Sehr gut, so, dann hätten wir jetzt einen Abschlussbericht zu Nikola Maximovic. Der hat eine 82, das wäre sehr gut. Also den hätte ich schon ganz gerne jetzt. Da gehen wir einfach mal auf.
Ja, ich will die unbedingt haben. Ich gehe mal auf 28 Millionen. Kriegen gleich noch ein bisschen Geld von Schmelzer. Und dann könnten wir uns den locker holen. Und jetzt ist die Zeit aber auch schon wieder vorbei. Ich werde noch ganz kurz bis zum ersten Spiel gehen, wenn ich das noch schaffe. Weiß ich gar nicht. Ich glaube, das schaffe ich eher gar nicht. Köln verpflichtet Davi, alles klar. Luis Celis, nein. Nein, auf keinen Fall werde ich unseren Jugendspieler verkaufen. Der sieht echt gut aus, also von den Stats her. Und wir haben Maximovic, hätten wir jetzt dann noch. So. 200.000 Gehalt. Okay, das ist ganz schön viel mehr. Aber er wird auch jetzt ja der Stammspieler auf jeden Fall. Dann wird Kempf auch eben nur Ersatzspieler werden. Nochmal weiter. Wir können nochmal Training machen. Dortmund Saisonprognose erster. Alles klar. Das ist sehr schön. Das freut mich persönlich, dass wir so eine gute Mannschaft anscheinend aufgebaut haben. Wieder OK drücken. Weiter. Im August und Sevilla verpflichtet Paulo Dybala für 36,5 Millionen, alles klar. Transferangebot für Duxch. RB Leipzig, bitteschön, brauchen wir nicht mehr. Den Duxch. Robert Ede, okay. Bonn möchte bald Gehalt sprechen. Aber wir machen jetzt hier Pause und werden jetzt aufhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da und ein Abo. Bis dann und tschüss, euer Erik.